Ja, Cecil, das hört sich jetzt aber extrem ätzend an. Was gibt's denn da für gute Nachrichten? Wie kann man das denn umgehen? Das geht ja gar nicht. So, und das sage ich dir jetzt, und zwar... Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Ich habe auf jeden Fall sehr gute und sehr schlechte Nachrichten. Erstmal die schlechte Nachricht, und zwar ChatGPT und künstliche Intelligenz wird deinen Job zu 100% sicher komplett irrelevant machen. Darüber sprechen wir heute, und zwar habe ich ein Video von Jordan Peterson gesehen, das ist ein Psychologe aus Kanada, und er hat über ChatGPT gesprochen, und ChatGPT ist praktisch eine künstliche Intelligenz, ein Bot, der Informationen aus Konversationen in Massen aus dem Internet zieht und da seine Schlüsse trifft und die zurückgibt, wenn man ihn fragt. Und das ist die App, die sich am schnellsten entwickelt. In nur 2 Monaten nach Launch sind schon über 100 Millionen User. Auf jeden Fall hat Jordan Peterson dann diesen ChatGPT gefragt, okay, ich habe ein Buch geschrieben, 12 Regeln, und bitte schreib mir mal die 13. Regel, als wenn ich das geschrieben hätte, und kombiniere die Schriftart von der King James Bibel und von der Tao Te Ching Philosophie. Kombiniere das mal bitte. Hat er eingegeben. An sich, wenn du das 1000 Menschen gibst, werden wahrscheinlich 999 das nicht schaffen oder wahrscheinlich 1000. Also eine ziemlich komplexe, schwere Aufgabe. 3 Stunden später hatte er 4 DIN A4 Seiten. Und er hat gesagt, er hätte selber nicht mal erkennen können, ob er es nicht selber geschrieben hat. Die Technologie ist so unfassbar. Er hat noch ein anderes Beispiel genannt. Ein Tesla-Mitarbeiter hat gesagt, ja, was wäre denn, wenn ich jetzt bei Twitter gearbeitet hätte? Kannst du mir 10 Aufgaben schreiben, die ich gemacht hätte? Und kannst du mir, falls das irgendeinen Code bräuchte, kannst du mir den dann auch noch zusätzlich dazu schreiben? 3 Minuten später, 10 Aufgaben, die der Mitarbeiter von Tesla bei Twitter gehabt hätte, mit den entsprechenden Codes dazu, die alle funktioniert haben. Was sind noch so die Aufgaben, die gestellt wurden? Schreib mir mal bitte einen 900 Millionen Budget Hollywood-Film mit allen Charakteren. 3 Minuten später, das gesamte Skript, alles mit jedem Charakter beschrieben, alles komplett. ChatGPT ist so gefährlich, dass es schon an Universitäten verboten wird, weil es ungerecht ist, weil jeder Schüler kann alles da reintippen und kriegt alle Informationen. ChatGPT hat eine Juraprüfung abgelegt und mit einem guten Durchschnitt bestanden. Was ist das Gefährliche daran? Dass die Daten von Millionen und Milliarden Konversationen genutzt werden und dass das System exponentiell immer besser wird. Das heißt, jetzt schon hast du da eine Intelligenz, die auf dem mittleren Durchschnitts-Jurastudenten basiert. Aber in nur 1 bis 2 Jahren, und das ist das ganz Gefährliche, wird diese Technologie nicht nur intelligenter sein als der intelligenteste Mensch, sondern er wird intelligenter sein als alle Menschen zusammen. Ein Beispiel war schon am Schachweltmeister. Der hat gegen den Computer verloren und er hat aufgehört zu spielen, weil er realisiert hat, du kannst nicht gegen einen Computer gewinnen. So, wenn du spielst und du hast Erfahrung, sagen wir mal 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, du hast alle Tricks, alle Kombinationen in deinem Gehirn, der Computer, das ist so ein kleiner Speicher für den Computer. Das heißt, der Computer kann einfach aus 5 Milliarden Spielen alle Kombinationen herausfiltern und wird immer gewinnen. Deswegen ist es auch jetzt schon so, dass künstliche Intelligenz, und ich habe seit Jahren sage ich das, künstliche Intelligenz vertritt schon Klienten vor Gericht. Warum? Weil das so einen kleinen Speicher bedeutet. Das, was wir als Jurastudenten oder als Ärzte lernen an Material, da ist ja nichts im Gehirn. Künstliche Intelligenz kann die milliardenfache Menge einfach nehmen. Das heißt, egal ob man Arzt ist, ein Anwalt, gerade ein Arzt, entweder du erlangst selber die Erfahrung, okay, der kommt rein, der hat Nasenjucken, der hat das und alles klar, was könnte das sein? Oh, das könnte die Krankheit sein, ich empfehle mal das. Künstliche Intelligenz kann einfach von allen Fällen auf der ganzen Welt jemals, die mit Nasenjucken und den Symptomen reingekommen sind, kann er die Daten nehmen. Dann kann er sagen, okay, bei 3% hat das geholfen, bei 7% hat das geholfen, 25%. Der kann aus Milliarden Daten das nehmen und er wird sicher besser sein als der Arzt, der gerade mal sich ein bisschen merken kann. Ich meine, wir wissen das ja selber, mal ganz klein gedacht. Kannst du dein gesamtes Telefonbuch auswendig? Das wäre für künstliche Intelligenz so ein kleines Problem. Roboter übernehmen schon Gehirnoperationen. Ein Mensch kann nicht so viel denken, so viel Daten im Gehirn speichern und er kann auch nicht so präzise
Operieren zum Beispiel, Gehirnoperation, bis auf den Millimeter genau. Wie soll das ein Mensch machen? So gut sind die Augen nicht, so gut sind die Hände nicht, die Feinfühligkeit. Das heißt, eigentlich grundsätzlich, egal welcher Job, ist praktisch mit der neuen Technologie komplett irrelevant. Antibiotika zum Beispiel. Es gibt rund 280 Millionen Proteine. Proteine sind aneinandergereihte Aminosäuren. So, je nachdem, wie die aneinandergereiht sind, können die verschiedene Aufgaben haben. Man kann sie zum Beispiel so aneinanderreihen, dass sie eher antibakteriell wirken. Das heißt, für die Entstehung von Antibiotikum ist es wichtig, so solche Sequenzen herauszufinden. Was macht jetzt ein Mensch? Oh, sucht die zusammen, guckt, wie ist das denn gegen Bakterium? Oh, alles klar, so und so. Es braucht Jahre dafür. Der Computer, die künstliche Intelligenz, kann diese Sequenzen sich ausrechnen. Milliarden, die können in einer Stunde mehr Kombinationen entwickeln, als wir in den letzten 2000 Jahren geschafft haben. Das ist die Macht von der künstlichen Intelligenz. Und wenn man jetzt mal den nächsten Schritt geht, könnte die künstliche Intelligenz also so intelligent sein, sich selber zu produzieren, also andere Roboter zu produzieren? Um es kurz zu machen, ja. Mark my words. AI is far more dangerous than this. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. AI doesn't have to be evil to destroy humanity. If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. It's just like if we're building a road and an anthill happens to be in the way, we don't hate ants. We're just building a road. And so goodbye anthill. Anderes Beispiel. Ich habe gestern eine Anfrage bekommen. Und ich muss leider immer komplett die Wahrheit sagen, weil ich kann nicht so was schönreden. Weil man muss darauf aufmerksam machen. Und was die Menschen daraus dann selber machen, das liegt ja bei jedem selbst in der Hand. Zum Beispiel hat mir eine Dame geschrieben, ja, ich bin Copywriterin und ich bin gerade in der Ausbildung und ich würde für dich praktisch Texte schreiben und ja, alles, was ich dafür will, ist, dass du mir irgendwie einen guten Kommentar, ein Feedback hinterlässt und keine Ahnung. Ist ja nett gemeint. Aber erstens, sie hat mir so einen langen Text geschrieben, das macht man im Copywriting schon mal gar nicht mehr. Weil Menschen haben eine Aufnahmespanne von 0,1 Sekunden. Wenn Menschen sehen, dass es nicht länger ist als eine WhatsApp-Nachricht, dann lesen die sowieso nicht mehr. Also unabhängig davon, okay, ist noch in der Ausbildung. Aber der Job ist irrelevant. Ist jetzt schon irrelevant. Wenn ich jetzt in der Ausbildung noch dazu wäre, dann ist es jetzt schon irrelevant. Weil ich zum Beispiel selber nutze schon ChatGPT natürlich. Wenn du da eingibst, ja, nenn mir die drei besten Überschriften für Nahrungsergänzung verkaufen oder Vitamin C. Nenn mir die drei besten, interessantesten Überschriften für Vitamin C. Dann bekommst du aus einer Datenbank von Millionen die besten drei Überschriften. Das heißt, dieser Job an sich ist irrelevant geworden. Wir sehen das da draußen. In San Francisco fahren selbstfahrende Autos rum. Wenn ich irgendein Fahrzeug bewegen würde, würde ich mir Gedanken machen. Wenn ich irgendwas machen würde, würde ich mir Gedanken machen. Friseure werden ersetzt, wir sehen das alle. Wimpern mit Robotern. Egal ob Supermarkt, wenn ich im Supermarkt arbeiten will. Egal was. Egal eigentlich was. Ich kann sofort ersetzt werden. Weil wenn wir uns jetzt einzeln mal fragen, okay, wie komplex ist die Aufgabe, die ich in meinem Job mache? Könnte das, was ich in meinem Job mache, die intelligenteste künstliche Intelligenz, die intelligenter sein wird in ein, zwei Jahren als alle Menschen kombiniert, könnten die diese Aufgabe machen. Zum Beispiel Steuerberatung. Könnte künstliche Intelligenz das übernehmen? Könnte künstliche Intelligenz meinen Job übernehmen? So. Und wenn wir diese Technologie angucken, die erschreckend ist, dann muss man sich selber eingestehen, 99,999%, eigentlich 100, können ersetzt werden. Ja, Cecil, das hört sich jetzt aber extrem ätzend an. Was gibt's denn da für gute Nachrichten? Wie kann man das denn umgehen? Das geht ja gar nicht. So, und das sage ich dir jetzt. Und zwar haben wir einen ganz, ganz großen Vorteil. Selbst wenn es Roboter geben wird, die mit den Menschen Beziehungen eingehen, das passiert jetzt schon. Selbst wenn da eine Persönlichkeit draufgespielt wird, dass sie sagen, hey, ich bin aus Spanien, ich habe einen spanischen Akzent und machen alles für den Partner und die Menschen denken, hey, da gibt's ja nur Vorteile. Wird nicht krank, nervt nicht, ist ja super. So, ich habe auf jeden Fall eine Beziehung mit einem Roboter. So, das wird passieren, das ist jetzt schon so.
Aber trotzdem sind es keine Menschen. Und der Vorteil, den wir haben, wird der Vorteil sein, dass wir Menschen sind und dass wir eigene Erfahrungen haben und dass die Menschen denken werden, okay, die Meinung der künstlichen Intelligenz kann immer manipuliert sein, was gerade das Narrativ ist, was rübergetragen wird. Und genau das ist jetzt schon so. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwas zu Biden eingibst und dann gibst du irgendwas zu Trump ein, dann wirst du sehen, dass ganz deutlich ein Narrativ in dich reingepusht werden soll. So, und dieses ChatGPT ist so krass, gerade wenn es darum geht, ein Narrativ in die Menschen herein zu projizieren. Weil du kannst mit ChatGPT schreiben, kommunizieren und du wirst nicht merken, dass du gerade nicht mit einem Menschen schreibst. Das ist extrem. So, und unser Vorteil ist, dass wir Menschen sind und dass wir diese Technologie noch über die nächsten Jahre selber nutzen können. Weil jetzt in 1-2 Jahren ist es nicht so, dass alles von alleine losgeht. Und so, wenn du zum Beispiel Copywriter bist, dann kannst du die Technologie selber nutzen. Wenn du YouTube-Videos machst, kannst du die Technologie selber nutzen. Egal, wenn du Produkte herstellst, egal was du machst, du kannst die Technologie jetzt selber noch nutzen. Das ist das Gute, weil 99% werden sowieso nach die 99,9% werden nach diesem Video sowieso nicht denken, alles klar, krass, ich muss jetzt was ändern, weil in einem Jahr ist mein Job weg. Damals habe ich immer gesagt, Bibliotheken, Videotheken, die werden doch alle weg sein, als ich von der neuen Technologie gehört habe. Alle so, nee, die Menschen werden immer weiter Bücher in der Hand haben wollen. Ja, sieht man ja jetzt, wie viele Bibliotheken und Videotheken es da draußen gibt. Natürlich werden die weg sein. Und das jetzt auch versteht wieder keiner, fast keiner wird es nutzen für sich. Aber wenn du erfahren willst, wie und welche 5 Grundsätze so wichtig sind, um nicht komplett ersetzt zu werden, dann guck das Webinar, was ich hier unten immer wieder verlinke. Diese 5 Punkte sind auch mit der Technologie nicht ersetzbar. Diese 5 Punkte, die ich da beschreibe, wenn man die nicht macht und nur einen Punkt davon nicht macht, dann kann man sich nicht befreien, abkoppeln. Es funktioniert nicht. Man muss diese 5 Punkte beachten und die sind immer noch, selbst wenn künstliche Intelligenz alles übernimmt, sind die immer noch aktuell. Das ist es ja. Und deswegen, guck gerne das Video, da beschreibe ich das ganz genau. Das ist praktisch der einzige Schutz. Die Technologie geht so schnell voran und wir haben nur die Chance, entweder wir nutzen alles für uns oder wir werden genau wie die VHS-Kassetten-Videothek ersetzt werden. Genau wie damals die Kerze ersetzt wurde, genau wie damals die Holzindustrie, die wollten Häuser bauen, Kutschindustrie, die haben sich alle gewehrt. So, Red Flag, der Ausdruck Red Flag, das ist eine rote Flagge, wo kommt das her? Weil damals hat die Kutschindustrie sich gegen Autos gewehrt, mit Gerichtsverfahren und alles, die wollten natürlich nicht ersetzt werden. Dann gab es ein Gesetz, dass wenn man ein Auto fährt, weil das ja so gefährlich ist, dann durfte man nicht schneller als, keine Ahnung, 10 km/h fahren. Und du musstest jemanden engagieren, der davor lang geht und eine Red Flag, eine rote Flagge hin und her wedelt, damit die Menschen nicht überfahren werden. Wie lange hält sowas? Nicht lange, weil die Technologie ist einfach besser. Jetzt mit der künstlichen Intelligenz, die Technologie, es ist nicht aufzuhalten, auch wenn sich jetzt Leute dagegen wehren werden, genau wie mit der Kryptowährung. Das System Bitcoin ist viel schneller, besser als das alte Bankensystem, viel günstiger, sofort, ohne Erlaubnis, keine dritte Partei drin und so weiter. Die Technologien sind nicht aufzuhalten und wir können nur entscheiden, wollen wir Vorteile oder Nachteile dadurch haben. Und 99% mit den neuen Technologien werden ausradiert werden. So, und deswegen guck die 5 Punkte an, die ich in dem Webinar habe und das war's erstmal für heute. Teil das Video gerne, weil das müssen eigentlich alle gesehen haben, um einmal zu verstehen, was da überhaupt auf uns zurollt. Und like den Kanal, abonniere den Kanal, das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Sessio. The Matrix is everywhere. It is all around us. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo.